Hallihallo, vor uns haben wir die Volkswagen-Aktie, das ist der Monatschart. Wir hatten in der Vergangenheit einen starken Abwärtstrend. Man sieht das ganz schön, das war im Jahr 2015. Und wenn ihr diesen zweiten Kästchen mal anschauen würdet, sehe ich sofort, dass so ein Muster sich wiederholen kann. Also, es kam zu einer Formation, dann ist die Aktie gestiegen und dann zack, prallt darunter. Wir hatten einen Abwärtstrend, danach kam es zu einer Konsolidierung, einen schönen Aufwärtstrend und dann zack, fällt der runter. Da habe ich meine Unterstützungszone hineingezeichnet. Wieso die Unterstützungszone für mich wichtig ist: Wir hatten hier eine Konsolidierung, dann hat sich es zu einer Formation gebildet und dann ist die Aktie gestiegen. Das gleiche haben wir hier und das gleiche Spiel hatten wir hier. Darum ist diese Unterstützungszone für mich wichtig, weil ich erwarte, wenn die Aktie dann in die Unterstützungszone hineinfällt, dass es sich hier zu einer Formation bildet und weiter steigt. Natürlich werde ich diese Aktie beobachten. Wenn wir das mal in dem Wochenchart anschauen würden, im Wochenchart habe ich schon was eingezeichnet, einen Trendkanal hinunter. Natürlich, wie ich gesagt habe, mein Ziel wäre, dass es in die Unterstützungszone hineinkommt. So wie hier, wir haben auch hier eine Konsolidierung und dann hat sich da eine Formation gebildet und dann versucht er wieder aufzusteigen oder es kommt zu einem Gap wie hier und dann steigt er wieder hoch. Ansonsten, was wäre noch meine Strategie, was es noch passieren könnte, wenn es in diesem Trendkanal, wenn es zu einer Konsolidierung kommt und dann genau auf diese Unterstützungslinie kommt und dann versucht aufwärts zu gehen und versucht die Trendlinie, dann wäre das für mich auch ein Einstieg. Dann wäre das meine Widerstandslinie. Dann erwarte ich, dass die Aktie doch steigt und nicht in die Unterstützungszone hineinkommt. Natürlich, wie gesagt, das wäre meine Unterstützungslinie. Die Aktie, egal wie die Aktie aussieht im Trendkanal, wichtig ist, dass es diese Linie hier im Trendkanal brechen sollte und da zu einer Formation kommt und weiter versucht zu steigen. Ansonsten wäre mein Ziel die Unterstützungszone hier unten. Ja, das war's. Ich werde den Markt beobachten. Jeder macht seine eigene Analyse und danke vielmals.